So, Freunde, da sind wir wieder bei Resident Evil 4. Im letzten Part sind wir gegen Strouser, hieß der Strouser? Oder Krauser, angetreten in einem Quicktime-Event-Kampf, der richtig cool war, muss ich sagen. Es waren zum Glück, muss man sagen, immer die gleichen Tastenkombinationen. Somit hatte ich da eine gute Chance. Wären das andere Tastenkombinationen gewesen, glaube ich, hätte nur gefehlt. Was? Was? Ah. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Oh, meine Güte. Genial. Okay, also so sollte man das nicht machen. Ach, nee. Genial. Das sind schöne Bluteffekte. Ach, nee. Und jetzt soll ich den ganzen Weg bis dahinter so gehen, oder was? Das ist ja grauenvoll. Okay. Gut, jetzt muss ich gleich mal abtasten hier. Oh mein Gott. Wow. Oh, fuck. Wow. Ja, sicher, Leon. Das, sowas kann ich auch. Sowas mache ich immer zum Warmmachen. Oh Gott. So gefällt mir das. Jetzt kann ich das ganze Spielchen nochmal machen. Naja, ist ja sonst nichts. Wir haben ja nur Sonntag. 2:30. Ist ja normal. Die normalste Freizeitbeschäftigung hier durch Laservisiere zu springen. So zieht man Let's Play in die Länge. Habe ich ja schon im letzten Part mal gesagt, wo wir immer gestorben sind. Na mein Gott. Es passiert nun mal sowas. Sowas Blödes. So, warten wir wieder, bis das Teil in der Mitte nach oben geht. Die zwei Teile nach links. Ja, gut, haben wir gut hinbekommen. Jetzt müssen wir gleich abwarten. Springen wir wieder stylisch durch hier. Jawohl. So. Und hier, ich glaube, müssen wir einfach nur so machen und dann gleich wieder so. Das klappt doch wie am Schnurchen. Mensch. So, und jetzt heißt es aufgepasst. Ja, warum drückt denn... Ich verstehe das nicht. Ich sollte mich vielleicht nicht umdrehen, denn die Dinger werden schneller, als ich denke. Ja, lala, dann machen wir es halt noch ein viertes Mal. Schalala, schalala. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nur die Zeit, die uns hier verloren geht und die Parts, die wir dadurch immer länger machen müssen. Ach, naja, mein Gott. Es ist ja nicht so, dass wir schon im, was weiß ich nicht, im vierten Part von Resident Evil wären. Ist ja das Normalste auf der Welt. So. Jetzt aber. Ich will jetzt das jetzt endlich schaffen. Ja, das ist ja... Ja, ich bleib jetzt einfach so stehen und warte, bis die Teile kommen. So geht das nämlich. So mache ich das auch immer. Okay. Ah, jetzt kommen wir ja so rein. Das ist ja sehr schön. Im Thronsaal oder was hier. Ah, bequem hinsetzen. So gefällt mir das. Hast keine Zeit, um mich auszuruhen. Warum denn? Ah, guck doch mal da oben. Hätte ich doch schon wieder fast übersehen. Ah, hier kann ich lang. Okay. Dann benutzen wir das mal. Einen schönen stylischen Fahrstuhl. Ich muss sagen, das ist ganz schön modern jetzt hier unten gehalten in dieser Fabrik-Dings. Also das ist ja mal echt eine Meisterleistung, muss ich wirklich mal so sagen. Ja, ich nehme jetzt gerade das mit dem Modern wieder zurück, weil wir schon wieder in die Kanalisation kommen. Und die sieht natürlich wieder richtig geil aus. Es ist ja nicht mal eine Kanalisation, es ist ja irgend so ein... Aha, Git.
alles nass. So eine Höhle, so eine unterirdische wieder. Das ist doch Rotze. Ha, mein Mund wird langsam trocken. Ich sollte vielleicht mal zum Händler gehen. Ja, zum Händler gehen, das ist immer eine gute Wahl. Sag mal, kann ich da noch weitergehen? Na, natürlich, da geht's ja rein. Hier liegt ein rotes Kraut. Cool. Richtig cool. Gut, hier kann ich noch speichern. Da liegen noch Papiere rum. Louis Memo. Wie gesagt, ich überfliege das immer nur. Wer das lesen möchte, der kann das gerne tun. Der drückt einfach auf die Stopptaste oder auf die Pausetaste und kann das dann schön gemütlich sich durchlesen. Ich mache das immer nicht, weil das Let's Play einfach noch... Wie soll ich sagen, das würde das nur noch mehr in die Länge ziehen. Ich glaube, das brauchen wir im Moment nicht. Was ich verkaufen möchte, ich weiß nicht, was das hier ist. Oh, davon habe ich ja zwei jetzt schon. Ja, das möchte ich verkaufen. Haben wir jetzt schon wieder ordentlich Geld und wir haben eine neue Liste. Broken Butterfly Killer 7. Ja, den auszurüsten, ich glaube, das wäre auch nochmal eine richtig gute Devise, wenn wir den nochmal verstärken würden. Ich meine, mit dem anderen kommen wir gut zurecht. Ich werde den jetzt mal nochmal ausrüsten. Die Nachladegeschwindigkeit ist schon bei... Nee, ich glaube, nachladen ist nicht so wirklich. Also brauchen wir nicht. Ja, ja, ich komme zurück jederzeit. So, dann speichern. Ich weiß gar nicht, wie lang der Part gerade geht. Ich glaube, so etwa 10 Minuten. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Das nächste Mal speichern ist erst dort hinten. Naja, dann gehe ich jetzt einfach noch weiter. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht jetzt gleich meine Aufnahmenpause mache, aber ich gehe jetzt hier erstmal noch durch und spiele mal noch ein Stück. So 5 Minuten vielleicht noch. So, Freunde, und nach dem kleinen kurzen Aufränger im letzten Part begrüße ich euch jetzt schnell wieder zurück zu Part 60, glaube ich. Wir machen jetzt einfach gleich weiter, nachdem sich das Spiel letztens so aufgehangen hatte. Naja, mal gucken. Wir sind jetzt auch schon hinter dieser großen Tür, möchte ich nur mal ganz kurz sagen. Ja, ich weiß jetzt, was kommt. Also das Spiel ist jetzt auf keinen Fall mehr blind. Ich weiß, was jetzt auf uns zukommt. Und das wird nicht schön sein. Ganz im Gegenteil, das wird richtig, richtig böse werden. Und richtig, richtig schwer vor allem. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen. Ich weiß überhaupt nicht, wie wird das durchstehen und man... Ach so, wenn man hier hinhört, hört man das Feuer ja knistern. Ich dachte, hier hört man irgendwas laufen. Aber nee, es ist das Feuer und hier seht ihr es schon, Freunde. Ah, das kann nur grausam werden. Ah, ich bin echt gespannt, wie wir uns hier schlagen werden. Ich bin echt so mega gespannt. Oh Mann, ich hab echt keinen Bock, ich will echt nicht. Oh, der Sender von Ashley. Liegt hier einfach so in der Pfütze rum. Ashley. Aber wo ist Ashley und was ist das? Oh, da ist es auch schon, Freunde. Ist das eklig. Ah, naja. Ach, guten Tag. Du hast eine sehr schöne Zunge, mein Freund. Die wir uns aber auf keinen Fall antatschen sollen. Die Zunge, die ist einfach nur ekelberstig. Ja, ich möchte das aktivieren. Ich hab's aktiviert. Oh mein Gott. Geh weg, geh weg. Gott verdammt. Oh nein, lass mich los. Alter, seht ihr das? Was der Typ für Power abzieht, wenn der einmal uns angreift. Das ist echt extrem. Aber wir haben ja noch ein gelbes Kraut, das rüsten wir... Ah, verdammt, was hab ich für ein... Ah, Gott, was hab ich jetzt für ein Mist zusammengemischt? Naja, damit muss ich jetzt leben. Dann mache ich das halt so.
So, ich glaube, wir kommen jetzt hier nicht an dem vorbei. War ja sowas von klar. Okay, okay, jetzt haben wir's, jetzt haben wir's. Schnell weg hier, schnell weg. Da ist noch ein grünes Kraut. Schnell eine Drehung machen und jetzt kommt er wieder von oben. Verdammt, verdammt. Das Vieh ist so ekelig, Alter. Echt schlimm, echt schlimm. So, hier ist der zweite. Ja, ja, okay, das Ding ist offen. Das, die Tür. Das ist jetzt hier so ein kleines Rätsel. Das Ding ist jetzt offen. Und wir müssen jetzt hier ganz schnell durch. Ansonsten fliegen wir mit dem gesamten Ding hier weg. Und das wollen wir natürlich nicht. Schnell aufmachen. Mach die Tür bitte auf. Ja, das wäre mit uns passiert, wenn wir nicht rechtzeitig rausgekommen wären. Freunde, aber wir haben es ja zum Glück gepackt. Aber ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Oh Gott, ja, genau. Und da ist er auch schon wieder, unser Freund. Ich würde mal ganz konkret sagen, wir rüsten mal die Schrotflinte aus. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß leider nicht, wo wir hin müssen, aber da ist so ein Schalterdingens. Das können wir auf jeden Fall kaputt schießen. Und dann haben wir jetzt hier den auch schon offen. Da hinten liegt auch noch was. Das holen wir uns ganz schnell. Komm schon, wir müssen uns hier ein bisschen sputen, Freunde. Ah, da ist er schon wieder. Okay, 5 und 7. Jetzt kann ich schnell mal gleich drauf gucken. Und das konnten wir gut ausweichen. Das ist sehr schön. Ich lade mal ganz schnell nach. Da müsste jetzt... Natürlich nicht. Da ist natürlich nicht hochgesprungen. Na, so ein Scheißkerl. Jetzt müsste er wieder hochspringen, oder? Spring doch mal bitte wieder an die Decke. Danke dir, dass wir uns durchlässt. Das ist wirklich sensationell und toll. So, dann können wir nämlich jetzt wieder hier lang. Und da liegt auch schon wieder was Schönes. Beziehungsweise da ist auch schon wieder der Knopf, den wir... Ah, verdammt, da steht uns wieder richtig schön im Weg herum. Verdammt, ich wollte gerade noch schießen. Ach, die Sau, ey. Jetzt verpiss dich endlich. 15 Sekunden, 15 Sekunden. Schnell durch die Tür durch. Okay, das ging auch nochmal gut. Das ging zum Glück auch... Na verdammt, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Das, na, wieder den falschen Knopf gedrückt. So. Ah, Freunde, Freunde, Freunde. Das ist natürlich echt mies jetzt hier. Was die Power angeht. Ich meine, gut, wir haben noch 3 Erste-Hilfe-Sprays und so. Wir haben auch noch mächtig viele Granaten, fällt mir gerade mal auf. Oh, das sind so echt viele. Aber... Was helfen uns Granaten, wenn das bei dem Vieh eigentlich gar nicht so sinnvoll ist, die einzusetzen? Das ist ja das, was hier uns so Sorgen macht. Und die Power, muss ich sagen, geht auch uns auch echt auf den Grundeis hier. Ich muss jetzt hier mal ganz schnell gucken, was ich überhaupt direkt machen muss. Okay, da ist noch... Ah, und da ist auch unser Freund wieder. Oh Gott! Bist du hässlich, Alter? Ja, sicher doch. Komm, geh mir aus dem Weg. Geh mir einfach aus dem Weg. Verdammt. Das hätte ich mir doch sowas von denken können. Geh weg. Ah, schnell. Schnell, schnell. Da entlang, da entlang. Wo lang, wo lang, wo lang denn? Oh Gott. Wow. Verdammt, 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 verdammt. Okay, da ist dieses grüne Teil. Das muss ich jetzt ganz schnell aufschießen. Oh Gott, Gott, Gott. Oh, war das eng. Das war so eng. Schnell wieder durch, ja. Schnell wieder durch. Gott, verdammt. Wo war das jetzt aufgegangen? Ach ja, okay. Jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt am besten gleich wieder die Schrotflinte ausrüsten. Weil sonst steht der uns im Weg rum. Mit der Schrotflinte haben wir wenigstens etwas Power und können den so besiegen. Anders glaube ich nicht, aber... Wir sind an der Tür, wir haben es gepackt. Wir können raus. Okay. Was passiert jetzt? Spring, Leon! Wow! Puh! Das ging ja gerade nochmal gut. Tja, da ist unser Freund auch hin. Zumindest hoffe ich das. Auf jeden Fall sind wir hochgekommen, er nicht. Das ist schon mal was Positives. Ich kann euch aber sagen, Freunde,
Es ist noch nicht vorbei. Aber ich mache jetzt hier erstmal für Part 60 Ende. Das war jetzt... Wir haben ja jetzt nur weitergespielt, weil sich das aufgegangen hatte, die ersten 10 Minuten. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Freunde, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.